Debatte im Abgeordnetenhaus. Bezahlbares Wohnen und niedrigere Wasserpreise. Diese Themen wollen die Parlamentarier an diesem Donnerstag im Abgeordnetenhaus diskutieren. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU fordern eine Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik. Der rot-schwarze Senat soll die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beim Bau neuer Wohnungen unterstützen. Die Grünen machen zudem den Rückkauf der Veolia-Anteile an den Wasserbetrieben zum Thema. Ihrer Ansicht nach geht das Geschäft zu Lasten der Berliner Wasserkunden, da sie die Kreditlast für den Kauf über weiterhin überhöhte Wasserpreise zurückzahlen.